Hallo, Mrs. Cartman. So, dann schauen wir Oh, mal. hallo. Die Jungs sind in Erstmal ihrem alles Spielzimmer im ausräumen. Keller. Oh, danke. Eric ist so mit Superheldspielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen. Ja, dann gehe ich mal Bescheid sagen. Kuhnkuchen, oder spielt sie mir einfach runter? Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Oh. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Oh ja, erzähl mehr. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Oh ja, Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Großer Gott. Oh ja. Oh je, du solltest dich vielleicht mal untersuchen lassen. Alles klar, werde ich mir merken. So, oh, im Keller. Ich denke mal, hier geht's in den Keller. Oh. Eier, Esel, Pisse, Kack. Okay, so kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Da müssen wir mal gucken. Irgendwo wird sicherlich der Schutz, meine Esel, Mom. Ja, irgendwo werden wir bestimmt den Zugangscode finden. Hast du dich finden. Ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Ah, danke, Mrs. Cartman. Aber das habe ich ja gerade schon gesagt. So. Einschalten, ein bisschen Strom verbrauchen. Ja, schöne Bilder. Jesus. Oh, hier, der kleine Eric. Auch ausräumen. Gehen wir mal in Cartmans Zimmer. So, alles mitnehmen. Ah, hier ist die Zeitmaschine. Safe. Who is the Coon? Ah, ja, wieder mal alles aus den Serien mit eingepackt. Ja, sein Magierstab, Hut, die Krücke. Nice, nice. Drücke G oder linke Maustaste, um gegen gesprungene Objekte zu schlagen. Machen wir doch. Cartmans Tagebuch. Schauen wir mal, was wir da finden. Nice, nice. Okay. Herrlich. So. Terrence und Philip live. Uns Kack kaufen. Kyle und Kyle. Nice, nice, nice. So, was haben wir hier? Do not open. Cool only. Keycode. Fick dich, Mom. Alles klar, dann haben wir das ja auch. Zugangscode für das Kuhn-Versteck. So, ja, PC auch mal einschalten. Dann scheinen wir hier alles zu haben. Hallo Miet. Streichen. Nee, lieber eine drauf. Oh, hier auch überall. Schicke Bilder, Krankenhaus und so weiter. Nice, nice. Wie immer ein Dildo. Mal schauen, was wir hier drin haben. Alles mitnehmen. Im Stab der Wahrheit war hier auch alles voll mit Dildos. Ausräumen. Brauchen wir eventuell alles mal. Ah, auch hier ist eine Kack-Challenge. Okay, das scheint hier wirklich auf jeder Toilette zu sein. Werden wir natürlich versuchen, sie alle mitzunehmen. Thank you.
Nice. Und raus. Wilder Schiss. Biogefahr. Gut. So. Können wir hier noch was machen? Nee. Dann schauen wir mal weiter. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß. Aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Ich feiere diesen South Park Humor. So, okay. Fick. Dich, Mom. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnte was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Humankind, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Genau der richtige Charakter dafür. Blitzfreak. Nice, nice, nice. Okay, schauen wir mal, was wir hier so finden. Top Bad Guys. Professor Chaos. So, Franchise-Plan ansehen. Oh, hier wurde schon einiges gestrichen. Kuhn, ja, wie immer. So, okay, was haben wir denn hier? Aufs Maul! Hier, Essling! Zack! Danger, do not touch. Okay, wir sollen es nicht berühren. Hey! Machen es trotzdem. Fass das nicht an! Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck! Mom, der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen. Sei lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie. Blöde Bitch. Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld, du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das The Furnacy-Gerät da drüben. Wechsel in den Untersuchungsmodus, um interessante Objekte aufzuspüren. Drücke dazu. Ja. Na, dann machen wir das doch mal. Okay, da haben wir ein Ausrufezeichen. Du findest echt das The Furnacy-Gerät nicht? Okay. Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Zack, jetzt haben wir's. Wir dürfen jetzt zumindest schon mal zugucken bei den Helden. Da muss es doch auch eine Möglichkeit geben, dass wir mitmachen dürfen. So. Das hat ja ewig gedauert. The Furnacy-Gerät aktiv. Du willst also ein Superheld werden. Natürlich. Die Großen spielen. Natürlich. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? König Saftsack, Mann, bitte. Ist das überhaupt nicht da? Das ist Moskitos Platz. Boah, Alter. Da auch nicht, du Idiot. Ah, hier dürfen wir. Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Nein. Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Speedster. Speedster. Für den Speedster. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit krümmen und so der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen.
Der Brutalist ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und Gegner gerne mal fast in ein nahes Erdorbit befördert. Blaster! Schau nicht einfach nur zu, wie die Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die stärkeren Kämpfer können jede Entfernung austeilen. Oh nee. Brutalist? Ich hol mir einen Haut drauf. Ein angepisster Batman. Ja, doch. Ich muss draufhauen. Ich okay, muss Damage Saftrag, machen. Aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Du gingst zum Spiegel. Ja, ich gehe sofort zum Spiegel. Lass mich doch mal da hier drüben, gucken. Der Spiegel. Halt's mal, Kuhn. Einfach, okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da. Ah, einfach. Ja, komm, bevor du mir weiter auf den Sack gehst. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Oh ja, eindeutig. Du bist nach draußen. Eindeutig. Vor der Schlafzimmertür der Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine übermenschliche Kraft benutzt. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Okay. Du hast den Boden verprügelt. Zurückgeschlagen, drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück. Ah, jetzt kann ich auch abwehren. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten zwei weitere Schurken ins Getümmel. Also wandest du dich deinen neuen Gegner zu. Hatte mich schon gewundert, dass ich irgendwie nicht abwehren konnte. So, was ist das? Du stürztest auf sie zu. Moment, muss ich hier hin? Okay, Sturmangriff mit Rückschlag. Dann versuchen wir es mal. Und. Deine Abwehrtechnik schließt einen in den anderen. Au! Zack! Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Oh. Der Erste kam zurück und boxte dich. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir Zack. Haben dich genau da, wo wir dich wollen. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Schaltet Feinde in der Nähe durch Ekel aus und stößt sie zurück. Okay. Und aufhören. Zack. Das war Nummer 1. Scheiße, wie eklig! Aua. Ah, ich ertrag's nicht mehr. Das war Nummer 2. Einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Das Alpha-Team. Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. Ultimativkraft bereit? Okay. Los, benutzt die Kraft! Und los geht's. Hey, wow, voll cool, wow, Alter. Wow, was ist das? Ausgenockt. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und machte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Nein, nein, nein! Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Ja, wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Wie konnte? Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Das so kann ich unser tun. Franchise überleben. Das werde ich tun, Kuhn. Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Okay.
Sans. Moment. Hallo, ich bin's, der Kunstor. Ich habe neue super starke Ware für dich. Oh, gut. Habe ich noch für nix genügend Kohle? Danke für deinen Besuch. Schauen wir später noch mal vorbei. Okay, Leute, lasst es mich wissen, wenn ihr da draußen eine Spur von Scrambles findet. Cartman kehrt die Lava weg. Sammle Follower, indem du Leute dazu bringst, Selfies mit dir zu machen. Nein, oder? Muss ich Selfies machen? Drücke R, um Leute zu finden, mit denen du Selfies machen kannst. Mit Leuten, die ein Kamerasymbol über sich haben, kannst du ein Selfie machen. Okay. Um jemanden nach einem Selfie zu fragen, geh zu ihm und drücke Y. So. Ein Selfie, davon habe ich mal gehört. Oh, ein Selfie, davon habe ich mal gehört. Okay, wie heißt die? Schwenken? Okay. Nice. Zoomen? Macht das nicht Spaß? Okay, Stimmung. Böse. Nice. Okay, der Brutalisten. Neuer Follower, Mrs. Frannick. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Auf Wiedersehen. Öffne Instagram, um dir Selfies anzusehen. Mrs. Frannick ist jetzt ein Follower. Nur Personen, die du auf deinem Selfie siehst, werden dir folgen. Okay. Drücke Z, um die Personen anzusehen, die dir folgen. Instagram folgt automatisch deinen Followern. Sammle mehr Follower, um deinen Heldenrang zu erhöhen. Influencer Level 1. So, was du brauchst mehr Follower, bevor ich einen Weg mit dir mache. Blödi. So, schauen wir mal in die Garage von den Cartmans. Janas Kostüm. Komme ich da hoch? Da blinkt sie. Komme ich noch nicht hin anscheinend. Hier ist auch nichts, was ich fortbewegen kann, wie vorne in der Garage. Nee. Dann schauen wir später nochmal vorbei. Die ist gesperrt. Ich mache ein Selfie mit dir, wenn du mehr Follower hast, okay? Ah, blödi. Ja. Kein Selfie, die Garage war zu. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein. Ah, wir sind bei Butters zu Hause. Schönes Familienfoto. Erstmal alles leer räumen. Wie immer. Wie man das halt so macht, wenn man Leute besuchen spülen. Geht. Erstmal die Schränke leer räumen. Ein Gegengift. So schmutzig. So schmutzig. Du hörst dich nicht gut an. Na, bist du auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß. Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Oh, zu viel gesagt. Oh ja, zu viel Info. Aber ich werde gerne danach schauen. Schachtel mit Maiskrütze. Tortilla. So. Wenn du Zeit zum Schrubben hast, dann kannst du auch Mane schrubben. Oh, ja. Bis deine Hände wund sind und bluten. Das macht bestimmt sehr viel Spaß. Au, oh, das war doch meine Güte. Ja, bitteschön. So. Was hast denn du zu erzählen? Schicker Pyjama. Wenn du Butters siehst, sag ihm, er hat wieder Hausarrest. Ah, okay. Was zum... Wah! Ja, bitteschön. Fernsehen an und Zeitung am Lesen. So typisch. Okay, dann gehen wir mal nach oben.